Eine Kleinigkeit will ich noch gucken. Weil da habe ich auch was im Kopf. Mit dem guten Brutus. Wobei das eigentlich... Ich brauche das nicht so sicher. Man darf halt dann hier drin stehen müsste. Genau das habe ich nicht gesagt, gewusst. Die Probleme habe ich kommen sehen. Abwarten. Das war doch klar. Ja. Der arme Kerl kann einem lang bei die Finger. Engrom, Bruno, Malak, Vino, Fernando, Randolph. Ich weiß dann nicht mehr, was ich glauben soll. Wer war Randolph nochmal? Das hätte ich dir vorher so nicht glauben. Irgendeiner auf irgendeinem Bauernhof. Das war doch klar. Ich hatte eigentlich im Kopf, dass es bei Brutus auch ist. Also, dass der tatsächlich auch mal besessen ist. Geht's dir gut? Und du bist sicher? Gut, vielleicht ja dann später oder so. Davon lasse ich lieber die Finger. Okay, dann... Von mir hatte das gehe ich jetzt nochmal kurz hoch, wo Hoshpak war. Und besuche Urshak. Der da nun stehen müsste. Und dann auf zum Drachen. Zum Eisdrachen. Waren du dabei als Hoshpak getötet? Du begehen große Fehler, Fremder! Ich sehe, du hast ja seinen Platz eingenommen. Du hast mir nur was vorgemacht. Deine Stellung bei deinem Volk ist höher, als du zugeben wolltest. Du bist jetzt auch nichts anderes mehr als ein Werkzeug des Bösen. Fremder haben recht. Urshak nur noch erfüllt von Hass und Rache. Urshak erkennen großen Fehler zu vertrauen bösen Menschen. Zu nennen Freund und helfen nicht zu werden getötet, Urshak, zutiefst bedauern. Fremder endlich verlassen Tal und gehen über Pass. Urshak Fremder nicht können töten jetzt. Ehre der Schamanen, Urshak befehlen so zu handeln. Bei nächster Begegnung wir Feinde sein werden. Du besser jetzt gehen. Das ist nicht nett, was du da alles sagst. Und ich glaube, ich möchte... dir deinen Stand zeigen, den du bei mir hast. Geht nicht? Frech. Ach komm, wieso geht denn das nicht? Kann ich nicht runterkicken. Er hat halt nicht mal eine Waffe, er könnte sich nicht mal wehren. Ach Mann, ich wollte ihn jetzt runterkicken. Irgendwie funktioniert Windfaust hier gar nicht. Also rein theoretisch sollte ich ihn eigentlich wirklich umbringen, weil so wie er jetzt reagiert. Ja, komm. Der alten Zeiten willen gibt's hier nicht. So wie du jetzt reagierst, mein Freund, hast du es verdient. Du brauchst mich gar nicht so blöd angucken. Ich will jetzt nichts hören. Der hat mir gerade den Krieg erklärt. Ihn jetzt nicht zu töten, wäre dumm. So, rein Lore technisch gesehen. Nicht runterfallen. Okidokili. Stimmt, da bin ich glaube ich nicht hin, weil es zu nah an den Orks war. Jetzt bist du dran. Hm.
Schade. Okay, dann. Moment. Das haben wir gleich. Bleib stehen, du Lump! Okay. Stückchen vor, damit Anga jetzt nicht böse wird. Wir machen jetzt Trick 74. Jungs, ich bin jetzt offiziell euer Anführer. Warte mal. Willst du dich nochmal mit mir anlegen oder was? Hat einer von euch irgendwas Konstruktives zu sagen? Willst du dich nochmal? Also die, die nur Bandit heißen, definitiv nicht. Aber ich glaube, von euch hat keiner einen Namen. Ja. Naja. Idee ist, what it is, Leute, oder? Na warte, du Mistkerl. Wollt ihr wohl damit aufhören? Die Wand des Todes. Okay. So, ausgezeichnet. War jetzt knapper, als ich es hätte wollen. Aber ich habe tatsächlich auch nicht damit gerechnet, dass der dritte auch kommt. Jetzt wäre das mit denen, dass ich halt vorher noch mir 90, also Mana auf 90 mache, wäre es jetzt gar kein Problem mehr, aber jetzt noch die Punkte in Mana zu hauen, bringt gar nichts mehr. Das wird das zu viel kosten. Wahrscheinlich kosten 5 Mana 25 Lernpunkte oder so. So, wird hier auch angegriffen? Ich glaube ja. Nein, doch nicht. Es kann natürlich sein, dass das auch erst ist, wenn man die Burgtore öffnet. Dass die Orks halt dann komplett crazy gehen. Weil ich habe wirklich in Erinnerung, dass alle angegriffen werden. Alle von diesen Ausgrabungsstätten. Maybe habe ich da einfach wirklich komplett was falsch im Kopf. Oder war es bei Odyssey so? Wäre halt wieder dieses klassische, ne?
dass Odyssey mich so verwirrt, dass ich gar nicht mehr weiß, was jetzt echt ist. Oh Gott. Nee. Könnte zwei Drachensnapper bestimmt gleichzeitig schaffen, aber das wäre viel zu viel Arbeit. Da kann ich es auch einfach wegnatzen, dann hat sich das erledigt. So, sind hier jetzt auch wieder neue? Ja, nein, vielleicht. Feuerwehr. Oh, okay. Theoretisch sollte ich sie one-shotten können, denke ich. Nein? Okay. Ah ja, okay. Da sind wir wieder beim klassischen Beispiel, dass Feuerviecher keinen Schaden durch Eis kriegen. Manchmal verstehe ich das nicht. Sag ich, wie es ist. Immer so um die 100 Mana ist, glaube ich, gar nicht verkehrt, wenn ich habe. Ich muss mich jetzt nicht immer voll reggen. Ich kann ihm ja auch jetzt Bescheid sagen wegen Engrom, wenn ich jetzt auch schon mal hier bin. In dem Eck. Orks hätten einfach, um den Held seine Terrorherrschaft zu beenden, hätten sie einfach das Schiff verbrennen sollen, das man hier gar nicht ablegen kann. Mehr hätten sie nicht machen müssen, dann hätten sie den Krieg gewonnen. Engrom ist gar nicht hey, hier. Okay. Du. Ich habe deinen Kumpel Engrom gefunden. Ja? Wo ist er? Ich denke nicht, dass du ihn jemals wiedersehen wirst. Hier, ich habe deine Lorkerhaut bei ihm gefunden. Die Suchenden haben sich seiner bemächtigt. Die Suchenden? Wer soll das sein? Schergen der Unterwelt. Sie sind die wahren Anführer der Orks. Bei Innos, ich muss hier raus und wenn ich dabei draufgehe, jetzt oder nie. Also ich habe dir theoretisch den Weg frei gemacht. Du solltest nirgendwo auf Gegner treffen. Deswegen werde ich dich nicht begleiten. Da drüben ist noch ein Varg, aber da... Den lasse ich jetzt mal leben. Der darf... Weiß ich nicht. Alt und grau werden. Sprinten tut langsam mein kleiner Finger weh.
Hast du schon einen Drachen gesehen? Bisher noch nicht, aber die Biester können sich ja nicht ewig verstecken. Wo sind die Typen, die hier waren? Ich brauche Informationen. Was? Nein. Hey, du! Oder wart ihr zwei die, die hier waren? Nein. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, wie die hießen. Na warte, du dreckiger Dieb! Das habe ich schon mal probiert und nicht geschafft. Also, wo sind jetzt die Drachen? Was genau ist, kann ich dir natürlich nicht sagen. Okay, auch nichts Neues. Na gut. Dann werde ich jetzt mit einem sehr unangenehmen Zeitgenossen reden müssen. Beziehungsweise noch nicht, ich mache vorher noch was anderes. Die hatte ich ja extra leben lassen, für den Fall, dass es einen Dialog gibt. Und ich habe was in den Kommentaren gelesen, das werde ich auch testen, wenn ich schon hier bin. Und zwar, dass diese Eisgolems lustigerweise wohl durch einen voll aufgeladenen Feuerball trotzdem nahezu sterben. Und das möchte ich testen. Tatsächlich. Das ist ja komplett dumm. Das ist ja richtig dumm. Oh oh. Fällt mir gerade nicht. Oh. Ja, Spam halt! Das müsste reichen, ja. Okay, das hat jetzt unnötig viele Mana-Tränke gefressen. Die gehen mir jetzt echt aus. Oh Mann, oh Mann. Vor allem, wenn ich die eigentlich im Nahkampf besiegen könnte. Ich glaube nicht, dass die ein großes Problem darstellen. Natürlich nicht meine stärkste Rüstung. Krieg ich schon ein bisschen mehr aufs Fressbrett. War ich da gar nicht drin? Ah. Okay. Deswegen. Das habe ich schon wieder vergessen. Aber sowas hätte man tatsächlich meinetwegen, finde das ganz okay, öfter einbauen können, so einen Hinterhalt von den Orks. Weil es sind ja trotzdem auch Jäger. So, also ganz dumm sind sie ja nicht. Hi! Suchst du Ärger? Nein. Hi! Dir irgendwas zu sagen? Hey! Mach mich bloß nicht an, du Penner! Okay, mir reicht's mit euch. Geh bloß weg mit deiner Magie. Da warte, du Mist. So, muss zwar nicht sein, aber ich werde mich schlafen legen.
Bogenschütze. Ja. Schade, keine Dialogoption. Wäre natürlich lustig gewesen. Gut, dann sprechen wir jetzt mit diesem besagten, sehr unangenehmen Zeitgenossen. Hey du, Magier machen mich immer nervös. Geh woanders hin, hier gibt's nichts zu holen. Schon klar, wer gibt schon gerne seine Beute her? Du sagst es, verschwinde. Es werde verdammt schwierig. Und wenn ich nicht gehe? Jetzt spiel ja nicht den starken Mann, du Würstchen, sonst geht es dir wie den armen Schweinen, die da hinten tot im Schnee liegen. Das waren deine Leute? Jetzt nicht mehr, ist kein großer Verlust. Die Idioten haben sowieso nichts getaugt. Was ist mit ihnen passiert? Sie haben es nicht geschafft, an den dicken Eisriesen da hinten vorbeizukommen und sind von ihnen überrannt worden. Wenn du so ein harter Bursche bist, warum versuchst du es nicht mal? Was springt für mich dabei raus? Weiß nicht. Sagen wir 1000 Goldmünzen. Ist das nichts? Ich glaube nicht, dass ich die bekomme. Na gut, warum nicht? Dann beeil dich. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Hast du irgendwas zu sagen eigentlich? Was ist los? Verdammt kalt hier, Mann. Ich verstehe nicht, wieso Silvio ausgerechnet hierher wollte. Es gibt doch genug andere Gegenden hier, wo es was zu holen gibt. Weil das der stärkste der Drachen ist. Der Weg ist frei. Deine Eisriesen sind nicht mehr. Gute Arbeit. Dann lass doch mal sehen, was wir da haben. Moment. Was ist mit dem Geld? Alles zu seiner Zeit. Ja, dann wollen wir mal. Der Bulko ist zwar ein Idiot, aber der ist nicht so dermaßen schmierig und ekelhaft wie der Silvio. Hey! Was jetzt? Tja, sieht übel aus, würde ich sagen. Am besten du gehst vor und ich folge dir einfach. Hast du Angst? Quatsch hier keinen Blödsinn. Jetzt lauf! Erst will ich mein Geld sehen. Wenn wir erstmal den Drachen haben, kannst du so viel Geld haben, wie du tragen kannst. Ich will mein Geld jetzt. Entweder du gehst jetzt vor oder du wirst mich kennenlernen. Von mir aus. Na dann los, hopp hopp! Ich mach das jetzt nur, weil ich mal gucken will, ob es noch lustige Dialoge gibt. Bleibt ihr hier stehen? Dann mache ich nämlich erstmal die Viecher da oben platt. Wobei hier nicht mehr viel sein dürfte. Da vorne vielleicht nur ein bisschen, aber... Maybe ist in der Höhle was gespawnt. Hallo? Ein Drachensnacker. Mensch, wenigstens sind hier keine Knochenkrieger, nicht wahr? Die erinnere ich mich noch ganz genau. Was das für ein Geschiss war, hier rechts weiterzugehen. Also, das war ja ganz besonders. Mehr gibt's dazu, glaube ich, auch gar nicht zu sagen.
stehen noch da, perfekt. Dann mache ich hier mal einen extra Speicherpunkt. Also ich gehe mal rein, ja? Die laufen mir halt nicht mehr hinterher. Brech. Na komm her. Ich überlege. Wegen diesen blöden Eisgolems. Erstmal kommen die Wölfe her, bitte. Weißt du, die kriegen mehr Schaden aus dem Feuerball. Wie viel Schaden kriegt ihr durch einen Blitzschlag? Gar keinen. Schade. Der zweite ist irgendwie immer daneben. Also ich habe jetzt extra gewartet, weil die ja dann ausweichen. Nicht, dass ich quasi denen ihre Iframes treffe, aber hat trotzdem nicht funktioniert gerade. Vielleicht auch, weil sie dann einfach zu weit weg sind. Also weil der erste Schuss in einem blöden Winkel vor ihm einschlägt. Schaden. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Okay, dann saufe ich mal 7. Warte mal. Die kleinen Heiltränke kann ich zu den Dings machen. Zu den Heiltränken, die voll heilen. Dadurch, dass ich so viele kleine habe. Jetzt bereue ich es, dass ich diese kleinen gesoffen habe. Weil davon hatte ich echt viele. Aber, naja. Ich hatte irgendwie nie nachgeguckt, welche Tränke ich genau brauche. Ich bin aber davon ausgegangen, dass es halt die großen sind, die 100. Sehr schön. Und was lernt man daraus? Wer lesen kann, ist im Vorteil. So heißt es doch immer so schön. Nur leider hasse ich lesen. Fuck. Au. 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 So, da unten haben wir nochmal das Irrlicht. Das nennt man Drive-By. So, kann ich euch sagen, dass der Weg hier jetzt auch frei ist? Warte mal. Musik kommt zurück. Okay, sie will nicht. Musik hat andere Pläne. Ich dachte, du wolltest in die Eisregion. Geh ruhig schon vor. Okay, mal schauen, wie weit ich mich vorkämpfen muss, bis er sich dann auch mal bequemt, nach vorne zu laufen. Wie still es gerade ist. Man hört keine Tiere. Man hört keinen Wind. Die Musik ist aktuell nicht am Laufen.
Wenn sie drin im Bett geht, lege ich mich mal schlafen. Vielleicht kann ich die Musik dann wiederholen. Ach komm, hier hätte es ruhig was sein können. Frech. Ja, ist ein Bett. Ich glaube nicht, dass es die Musik zurückholt, aber let's try. Nein. Ich finde es aber lustig, wie das spezielle Sachen tatsächlich triggern. Also wenn man im Eisblock ist und durchverprügelt wird, passiert es relativ häufig, dass die Musik dann weg ist. Aber warum? Ja, zum Teil. Irgendwie. Aber ich glaube, da oben ist nichts. Ja, und spätestens da ist Schluss. Da kann man nicht hochspringen. Das ist zu hoch. Hätte ich gesagt. Die würden sich eigentlich schon fast mit dem Feuerball lohnen, dadurch, dass sie nur zwei Feuerbälle brauchen. Ich guck trotzdem mal hoch. Okay, ich guck nur hoch, wenn ich hier hochkomme. Gut. Nee, es ist zu hoch. Hier kann ich nicht hochspringen. Ja, wobei. Ja, es ist zu hoch. Er versucht es halt nicht mal. Nee. It's not possible. Ich bin halt jetzt wieder in dieser Misere. Ich wüsste, wie ich die Musik wieder herstellen kann. Ich müsste mich nur woanders hin teleportieren. Aber ich teleportiere mich da jetzt echt extra dafür woanders hin und laufe wieder her. Bin ich denn der Affe vom Dienst? Au. Einzige, was ich probieren kann, ist halt nochmal zu sterben und schauen, ob die Musik dann zurückkommt. Dort, wo es geschmiedet wurde, kann es auch zerstört werden. Los, töte mich mal. Jetzt komm her, hau mich! Oh ja! Fester! Genau da! So mag ich das. So, jetzt bin ich tot. Und die Musik ist wieder da. Jetzt ist sie weg. Oh. Okay, es nimmt langsam Odyssey-Züge an mit meinen 90 Lernpunkten. Funktioniert auch nicht. Intro? Okay, es ist nicht möglich, die Musik wiederzuholen. Von diesem Ort aus.
viel schief gehen können. Könnte man wieder da speichern. Funktioniert einfach gar nicht. Ich würde mal gerne wissen, was da in der Engine oder wo auch immer so dermaßen kaputt geht dann auf einmal, dass die Musik dann nicht wiederkommt. Warte mal, ich probiere mal einen anderen Weg. Das könnte vielleicht funktionieren. Vielleicht reicht es, wenn ich mich wegteleportiere, dass die Musik wieder da ist. Und ich dann den Speicherstand lade. Nein, ist die Musik tot. Es gibt hier keine. Bescheuert. Naja, dann müsst ihr mit Silence in diesem Moment halt leider zufrieden sein. Kann ich nicht hochspringen? Der ist zu hoch. Ich speichere mal, nicht, dass der mich vereist. Die Chance besteht ja immer, vor allem, wenn ich frontal auf ihn zulaufe. Also hier ist der Renderer gerade komplett überfordert. Hier. Weil das ist ja eigentlich Wasser. Eigentlich. Voll, auch wenn es nicht sein muss. Okidoki. Schlaukiwoki. Gut, bei euch muss ich leider diesen Weg gehen, weil zwei gleichzeitig. Nope. Ja. Mit genug Geduld geht's. Au. Das ist eine Drohne. Ich glaube, das ist eine Teleportdrohne, oder? Ich glaube, das ist eine Teleportdrohne. Nochmal Pass im Minental, kann das sein? Weil so sah das Symbol ja auch auf. Aus, meine ich. Ansonsten ist nichts neu. Nein, nochmal Pass im Minental, hätte ich gesagt. Das sieht aus, als könnte ich da hochklettern. Ob es was bringt? Nein. Werde ich es trotzdem machen? Ja. Im Gothic Remake soll es ja tatsächlich möglich sein. Also, das sind halt die Infos, die bisher gesagt wurden, die sie machen wollen. Was davon letztendlich im fertigen Spiel ist, das werden wir sehen. Und zwar, dass man klettern kann. Der Charakter. Wahrscheinlich soll es ähnlich wie in Conan Exiles sein, falls ich das was sagt, also dass man tatsächlich überall hochklettern kann, wenn man genug Ausdauer hat. Weiß nicht, wie das dann tatsächlich im Gothic Remake umgesetzt wird, ob es da eine feste Ausdauerzahl gibt und man die halt nicht erhöhen kann oder so, das weiß ich nicht. So, was sind jetzt die zwei Spaßvögel? Kommen die wirklich erst, wenn ich den Drachen auch gekillt habe, oder was? Warte mal, habe ich Mana? Nein. Weil euch kann ich super easy mit Mana töten. Also das sehe ich jetzt gerade tatsächlich nicht ein, das normal zu machen.
Okay. Das sind zu viele. Holy moly, Guacamole. Feuerregen habe ich ja keinen. Doch, einen. Ich habe theoretisch einen Feuerregen. Komm, was soll's. Manchmal muss man im Leben Entscheidungen treffen. Und eine davon ist es, Feuer regnen zu lassen. Puh. Kamera ein bisschen rumwackeln, damit ihr schön alles einsammelt. Vielleicht hätte Unwetter auch gereicht für die Wölfe. Würde keinen Sinn machen, aber maybe hätte das gereicht. So, mächtigster aller Drachen.